Zurück am Düsseldorfer Flughafen. Die nächste Maschine, die landet, kommt aus Sibirien. Bei Reisenden aus diesem Abflugsort finden die Zöllner nicht selten gefährliche Gegenstände. Auch heute entdeckt Adalbert Dybala etwas Auffälliges im Koffer eines Reisenden. Im ersten Moment auf dem Auswertungsbildschirm habe ich gesehen, dass viel Metall im Koffer war. Dass es sich um zwei größere Gegenstände handelt, die ich aber nicht einordnen konnte. Und deswegen habe ich in den Koffer geschaut. Und dabei finden die beiden Beamten etwas, was sie noch nie aus einem Gepäckstück gezogen haben. In dem ersten Koffer ist das eine Falle. Fallen sind da drin, ja. Was denn für Fallen? Fallen. Ja, was? Wie nennen die sich? Mäusefallen. Zu Dekoration sind die. Oh Gott, die muss ich mir einmal angucken, ne? Die sind in Deutschland erlaubt zum Verkaufen, nur nicht zum Aufstellen. Okay. Kann ich Ihnen sofort sagen. Ja, ich weiß nur nicht, wie es mit der Einfuhr in Deutschland ist. Man kann die auch in Deutschland kaufen. Ja, das weiß ich ja noch nicht, deswegen will ich mir das mal angucken. Glauben Sie mir, Sie sind jetzt gerade der Erste, der mir eine Falle mitbringt. Deswegen will ich ja mal nach. Und tatsächlich holen die Zöllner zwei Tellereisenminen aus dem Koffer. Die benutzt man normalerweise, um Kleintiere zu fangen. Auf dem Auswertungsbildschirm kann man natürlich nicht alles erkennen. Man hat zwar seine Erfahrungswerte, wie was aussieht, aber jetzt das mit den Tellereisenminen, die waren neu. Also sowas habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Weil die Tiere beim Tritt in die Falle häufig nicht sofort sterben, sondern schmerzhafte Brüche erleiden, ist das Jagen mit den Fallen in der EU seit 1995 verboten. Wir recherchieren jetzt, ob die Einfuhr verboten sind oder nicht, ob man die betreiben darf, die Dinger, benutzen darf in Deutschland oder nicht. In der internen Datenbank haben die Beamten Einsicht auf über 1000 relevante Gesetze und Verordnungen. Da es natürlich so viele Gesetze gibt und wir nicht alle im Kopf haben, immer direkt auf Anhieb, müssen wir selber recherchieren bei uns im Portal. So, was habt ihr? Also laut der Tellereisenverordnung sind die zu Dekozwecken erlaubt, nur man darf damit nicht in Deutschland jagen. Gibt es eine spezielle Tellereisenverordnung? Die hat Pepe gerade auf. Da steht nur nichts von Einfuhr. Zur Absicherung halten die Zöllner noch mal Rücksprache mit dem Dienstgruppenleiter. Diese Tellereisenminen kamen jetzt heraus, dass sie in Deutschland verboten sind, sofern man die zur Jagd aufstellt. Aber zu Hause als Dekorationszwecke sind sie erlaubt. Deswegen haben wir sie dem Herrn mitgeben lassen. Also kann er gehen, ja? Alles klar, weiß ich Bescheid. Nach 15 Minuten intensiver Recherche gibt es gute Neuigkeiten für den Passagier. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Auf jeden Fall ist es so, dass die Verwendung ist verboten, wie Sie schon sagten. Zu Dekozwecken können Sie es gerne aufstellen. Und damit können Sie... Ja. Alles klar, vielen Dank. Auch Dekogeschmäcker sind offensichtlich unterschiedlich. Mittlerweile ist es 19 Uhr. Die nächste Maschine kommt aus Antalya. Die wird häufig von Reisenden genommen, die Familie in der Türkei haben. Und nicht selten ist Proviant von Mutti im Gepäck. Der ist nicht immer erlaubt, so wie dieser Kofferinhalt. Nee, das ist dieses Schnittmuster. Siehst du so ein bisschen, dass da Waben drin sein könnten. Die Struktur da drin. Genau. Was ist das Entscheidende? Okay, dann gehen wir mal nachschauen. Der Mann will eine Dose Honig einführen. Das ist grundsätzlich nicht verboten. In diesem speziellen Fall aber schon. Haben Sie jetzt aus der Türkei mitgebracht, ja? Ist leider verboten. Wenn Sie geschleuderten Honig mitbringen, ist erlaubt, aber nicht mit Waben. Und da sind Waben drin. Waben sind Teil des Bienenvolkes und darf nicht eingeführt werden. Ja. Ist leider verboten. Ich weiß, es schmeckt, aber verboten mit Waben. Ich habe extra mit Dose mitgenommen, ne? Weil mit Fleisch auch verboten, oder? Genau, Fleisch ist auch verboten. Dann zeigen Sie mir mal den letzten Koffer, da schaue ich auch noch mal rein. Grundsätzlich dürfen die Leute nichts mitbringen, was tierischen Ursprungs ist. Das heißt, also angefangen von Eiern, über Milch, über Käse zu Fleischprodukten. Die Sensibilität ist gestiegen, seitdem es hier Anzeichen bzw. Erreger gab von Vogelgrippe, von BSE, von der Maul- und Klauenseuche. Und seitdem kontrollieren wir expliziter nach solchen Sachen. Adalbert Dybala überprüft, ob noch mehr Lebensmittel im Koffer versteckt sind. Doch es bleibt beim Wabenhonig. Wie teuer es für den Mann wird, ist von der Menge der unerlaubten Leckerei abhängig. Der Kollege geht das kurz wiegen, wie viel Kilo das sind. Ich gehe davon aus, dass die meisten Leute es wissen. Nur trotzdem ist die Versuchung zu groß, das leckere Essen von zu Hause mitzubringen. Und die machen sich halt keine Gedanken darüber, was für Folgen es haben könnte. Ein Kilo.
Der Mann entscheidet sich dafür, den Honig beim Zoll zu lassen. Somit entfallen Versteuerung und Strafnachzahlung. Auf die Nascherei von daheim muss er aber verzichten. Da brauche ich einmal hier unten Unterschrift, dass ich das weggenommen habe. Ja, ne? Genau. Und beim nächsten Mal bitte nicht mehr mitbringen. Ja, ich wusste nicht, was soll ich machen. Tschüss. Alles klar, tschüss. Kommen Sie gut nach Hause, tschüss. Die Strafe muss er nicht zahlen, aber für die Entsorgungskosten des Honigs in Höhe von ca. 100 Euro aufkommen. Besonderer daran ist, dass die Sachen nicht einfach so weggeschmissen werden, sondern vom Amt für Verbraucherschutz explizit wahrscheinlich verbrannt werden, so dass wirklich keine Seuchen entstehen können. Das Ganze ist natürlich mit Kosten verbunden, die der Beteiligte, also in dem Fall der Reisende, tragen muss. Das Amt für Verbraucherschutz in Krefeld entscheidet dann aufgrund der Menge des Honigs, wie viel der Mann genau bezahlen muss.